Auch ein fantastisches Rollenspiel wie The Witcher 3 kann noch besser werden. Dank Mods. Über die lassen sich problemlos Grafik, Steuerung, Kampfsystem und mehr nach Wunsch anpassen. Oder ihr bringt frischen Wind ins Spiel, indem ihr zum Beispiel alle Auseinandersetzungen durch Gwent-Matches ersetzt. Und ja, wenn ihr schon fragt, dank der Witcher-Serie ist jetzt natürlich auch Henry Cavill mit dabei. Aber Vorsicht, sichert euren Speicherstand, bevor ihr Mods installiert, sonst können Daten verloren gehen. Lest euch die Installationsanweisungen der einzelnen Mods aufmerksam durch und checkt vorm Download, welche kompatibel sind. Nutzt ihr die Seite Nexus Mods, von der unsere Tipps stammen, hilft auch der Nexus Mod Manager, alias Vortex, bei der Organisation. Aber Schluss mit der langen Vorrede. Hier findet ihr die Mods, die Witcher 3 noch großartiger machen. Egal, ob euch das Leveln zu langsam geht oder Gwent nervt, Cheat-Mods gestalten das gesamte Spielerlebnis auf Wunsch etwas angenehmer. Die Debug-Konsole ist keine gewöhnliche Mod, weil sie erst einmal nichts verändert. Sie macht es aber möglich, so ziemlich alles anzupassen, solange man den richtigen Befehl weiß. Ein mächtiges Werkzeug, wenn man weiß, wie man es benutzt. Den Console-Enabler und die entsprechenden Befehlslisten gibt es bei Nexus Mods. Schnellreisen sind in The Witcher 3 nur von Wegweisern aus möglich. Die Mod Fast Travel from Anywhere ändert das und erlaubt euch immer und überall von einem Punkt auf der Karte zum nächsten zu springen. Das erspart lästige Laufwege. Aber Vorsicht, reist ihr mitten in einer Quest, kann das zu Plotstabber-Bugs führen. Die Mod Go Anywhere kann dann eure letzte Rettung sein. Sie ermöglicht die Rückkehr zum sonst vielleicht unzugänglichen Questort. Mit der Mod Easier XP Curve lässt es sich anfangs leichter leveln, weil ihr einen XP-Booster haltet. Es gibt also mehr Erfahrungspunkte für Quests und andere Aktivitäten. Geht euch das Leveln dafür zu flott, schiebt den Punkten dafür einfach die Mod Slower Leveling den Riegel vor. Ist euch weder das eine noch das andere recht, könnt ihr die Kurve über die Mod XP Gain Multiplier auch einfach nach Belieben anpassen. Für manche ist The Witcher 3 in Sachen Erfahrungspunkte einfach zu gemütlich unterwegs. Mit der Mod All Skills Unlocked lässt sich diese Hürde überwinden. Statt immer nur mal wieder einen Slot, schaltet man damit alle gleichzeitig frei. Ihr besitzt damit noch lange nicht alle Talente, dürft aber die freigeschalteten auf die Slots verteilen. Reichen euch die nicht aus, schafft die Mod Slot Slot Slots nochmal Abhilfe, indem sie, ihr ahnt es schon, mehr Plätze für Talente oder Mutagene freigibt. Keine Lust, euch mühsam alle Gwent-Karten freizuspielen? Die Mod Starting Save File with Most Gwent Cards Unlocked erspart euch das mühsame Kartensammeln und erleichtert die Gwent-Matches im Spiel. So startet ihr schließlich nicht mit einem schlechten Deck, das ihr erst aufbessern müsst. Seid ihr mit Gwent an sich unzufrieden, hilft auch die Mod Gwent Redux. Die Mod überarbeitet Gwent komplett und verändert Kartenwerte und Effekte, um die Balance an sich zu verbessern. Sie fügt auch neue Karten hinzu, die für Abwechslung sorgen und zur Lore passen. Verliert ihr irgendwann doch die Geduld, könnt ihr natürlich auch einfach auf Auto-Win Gwent setzen und die lästigen Minispiele bequem überspringen. Als Sieger natürlich. Wollt ihr das Gameplay hier und da ein wenig optimieren, helfen euch diese Mods. Sie passen Handel, Kämpfe oder auch Alchemie und Loot nach Wunsch an. Man kennt die Situation nur zu genau. Man schleppt sich den Buckel mit den gesammelten Schätzen krumm, freut sich schon, alles beim Händler in gutes Geld zu verwandeln und dann ist der Gute völlig abgebrannt. Das passiert mit Wealthy Vendors nicht mehr. Die Mod Fair Sale macht zusätzlich das Sammeln von Plunder lohnender, indem sie euch die Preise selbst anpassen lässt. Auch wenn ihr keine Lust auf Crafting oder unterschiedliche Händler habt, hilft eine Mod. Useful Witcher Tool Innkeeper ist eher ein Händler-Cheat. Macht euch das nichts aus, ist sie aber eine große Hilfe. Dank der Mod bietet Rittersporns Taverne alles an Tränken, Ölen, Bomben, Mutagenen und Pfeilen an, was das Hexerherz begehrt. Einem starken Hexer bürdet man schon mal einiges auf. Neben Kämpfen gegen gefährliche Monster gehört er auch viel an Ausrüstung und Krimskrams dazu, was unser Held so alles durch die Gegend schleppen muss. Kein Wunder, dass er sich stöhnend über das Gewicht beklagt und bei zu viel Gepäck nur noch langsam vorankommt. Die Weight Limit Mod sorgt dafür mehr Tragekraft und einen zufriedenen Geralt. Die Mod Indestructible Items ließe sich auch gut unter den Cheat Mods einordnen, weil sie das ganze System der zerstörbaren Ausrüstung komplett entfernt. So oder so, ihr spart viel Geld, Zeit und Nerven damit, weil eure Schwerter und Rüstungen sich nicht länger abnutzen. Sie müssen damit auch nicht bei Schmieden oder Rüstungsmachern repariert werden.
Mit lauter Tränken, Ölen, Glyphen und Runen kann das Inventar in The Witcher schnell unübersichtlich werden. Kommt dann ein Gegner daher, geht erstmal das Suchen los. Damit das nicht mehr vorkommt, beschriftet die Mod Better Than Icons alles, damit man sofort das Richtige findet. Man hat den ersten Schluck genommen und die Wirkung ist schon wieder halb verflogen. Die Mod Longer Potion Duration führt Trankstufen ein und verlängert die Wirkung, je stärker man den Trank gebraut hat. So müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr in einem langen Kampf plötzlich ohne Tränke dasteht. Die kleinen magischen Runen haben leider so gut wie keinen Effekt in The Witcher 3. Die Mod Rune Enhanced ändert das nun und steigert die Werte kleiner, mittlerer und großer Runen teilweise um das Doppelte oder sogar das Dreifache. Sind euch die Mutagene zudem zu öde und gleichförmig, passt die Mod Unique Named Mutagens diese auch noch an. Öle sind extrem praktisch in The Witcher 3, können aber im Kampf schnell lästig werden, wenn Geralt erst einmal in aller Ruhe sein Schwert bestreichen muss. Die komfortable Mod Auto Apply Oils aktiviert einfach das passende Öl zum aktuellen Gegnertyp und verstärkt damit bequem eure Waffen zur richtigen Zeit. Wer in The Witcher dem Sammelzwang erlegen ist, weiß, wie lästig es ist. Man will etwas aufheben, aber findet einfach nicht den richtigen Winkel und lässt den armen Geralt hilflos um eine Butterblume herumtänzeln. Die Mod Autoloot vereinfacht das Looten angenehm und packt einfach alles im Vorbeigehen in die Tasche. Egal ob Blume oder Gegnerüberreste. Sie lässt sich zudem bequem im Spiel über ein Menü konfigurieren. Die Standard-Tastenbelegung für Controller bzw. Gamepads ist für The Witcher 3 nicht wahnsinnig gut gelungen. Wollt ihr eine Vorlage zur Neubelegung, hilft vielleicht die Mod Dark Souls 2 Gamepad Layout, die die Steuerung an das Action-Rollenspiel anpasst. Fehlt euch auch der behäbigere Kampfstil eines Dark Souls, hilft die Mod Shields. Sie integriert Schilde in die Kämpfe. Die kommen in verschiedenen Designs und als nettes Detail bleiben sogar Pfeile darin stecken. Mit der zusätzlichen Mod Better Torches kann man den Schild auch beim Klettern oder zu Pferde nutzen. Sonst noch unzufrieden mit der Anzahl an Waffen oder Rüstungen in The Witcher 3? Die Mod Enhancement System fügt die Waffen und Rüstungen von NPCs hinzu und lässt sie uns craften oder bei Händlern erwerben. Mehr Upgrades oder Optionen für Waffen kommen ebenfalls hinzu. Die Mod mit dem komplizierten Namen See My Auto and Double Barrel Crossbow funktioniert eigentlich ganz einfach und verstärkt die Armbrust. Die wird so zu einer gefährlichen Fernkampfwaffe. Man muss nicht mehr mühsam nach jedem Schuss nachladen, sondern kann zwischen verschiedenen halbautomatischen Schussvarianten wählen. Voreingestellt sind 4 Schüsse, mit denen man dem Gegner schon einmal ordentlich einheizen kann, bevor man ihm überhaupt zu nahe kommt. Die Mod Crossbow Damage Boost and Balance macht zusätzlich die Bolzen beim Händler günstiger und erhöht den Schaden. Will man den Kampf etwas dramatischer gestalten, bietet sich auch die Mod Critical Slow Motion Combat an. Wenn Geralt einen kritischen Treffer landet, verlangsamt sie automatisch das Geschehen und bietet damit einen schönen Blick auf das Ergebnis. Auch das Schlaggefühl selbst wird verbessert. Wer die Kämpfe zu einfach findet, sollte zur Mod Brutal and Realistic Combat greifen. Das Kampfsystem wird völlig neu ausbalanciert, die Gegner verhalten sich realistischer, man verfügt über weniger Gesundheit und der Schaden wird erhöht. Kurz gesagt, die Kämpfe werden sehr viel härter. Einstellen lässt sich das Ergebnis über 3 Schwierigkeitsgrade. Schwieriger wird The Witcher 3 übrigens auch durch die Mod Ghost Mode, die Gegner auch noch klüger macht. Oder vielleicht lieber in die andere Richtung? Die Mod Hearts of Khart ersetzt alle Kämpfe in The Witcher 3 durch Gwent-Partien. Praktisch für Spieler, die beispielsweise aufgrund einer schlimmen Verletzung oder Krankheit nicht mehr schnell genug reagieren können. Praktischerweise startet zudem nicht für jeden Feind gleich ein neues Match. Da es sonst ewig dauern würde, kann man gleich mit einer Partie gegen eine ganze Gegnergruppe antreten. Verliert man, stirbt man allerdings wie in einem echten Kampf. Oder habt ihr einfach keine Lust, nach jedem Kampf ewig zu meditieren? Zum Glück gibt es die zügige Gesundheitsregeneration Per Health Regeneration Mod. Die verhindert lästige Wartezeiten nach Kämpfen, indem sie die Lebensleiste zügig wieder auffüllt, sobald keine Gegner mehr in der Nähe sind. Die inoffizielle Enhanced Edition überarbeitet das Kampfsystem vom Hexer, macht eure Schläge präziser und entfernt das Auto-Targeting. Die Mod beinhaltet aber noch viel mehr.
wie zum Beispiel neue Animationen, neue Wege zu parieren oder die Chance, dass Angriffe Verletzungen zurücklassen, die euch einschränken. The Witcher 3 sieht auch ohne Mods fantastisch aus. Mit Mods kann man der Grafik aber einen eigenen Schliff verpassen oder der Optik einen eigenen Touch geben, sei es mit mehr Realismus oder schickeren Effekten. Grafik-Downgrade. Ein Wortgebilde ging durch die Gaming-Presselandschaft, weil der Trailer von der E3 2013 wieder einmal etwas versprochen hat, was letztlich unmöglich war. Mit Reshade Frameworks lässt sich zumindest die vom Trailer vorgestellte Atmosphäre nachstellen und das Spiel in eine kältere, weniger bunte Welt bringen. Das zeigt die E3 FX-Mod. Etwas realistischer, blaustichiger oder doch comichafter? Die Mod Real Graphical Suite kommt mit 4 verschiedenen Einstellungen, über die sich die Optik von The Witcher nach Wunsch anpassen lässt. Je nachdem, ob man es bunt, realistisch oder doch düster mag. Instagram lässt grüßen. Wer The Witcher lieber im trendigen Retro-Filter erleben will, sollte sich die Mod Vintage Wild Hunt installieren, die über alles den Farbschleier eines 8mm Films legt. Wer die Atmosphäre mag, kommt hier ganz auf seine Kosten. Die Mod Extreme FX sorgt allgemein für mehr Farbpower und extremere Effekte. Wer ein komplett anderes Farbschema haben will, ist hier genau richtig. Wild Hunt Reengaged ist noch ein schickes Grafikprojekt, das vor allem die Shader hochdreht. Jede Region hat jetzt besondere Schatten, die eine einzigartige Atmosphäre versprechen. Auch die Farben werden intensiviert. Detailliertere Modelle, HD-Texturen und generell schärfere Grafik liefert das HD Rework Project. Alles vom kleinen Stein bis zum großen Baum sieht damit hübscher aus und kommt mit höherer Auflösung daher. Mittlerweile bringt es die Mod auf über 1000 verbesserte Texturen. Darüber, ob Nebelschnee oder Wolkenbrüche das Spielen wirklich schöner machen, lässt sich streiten. Atmosphärischer aber auf jeden Fall. Dank der Wettermod Weather Enhanced wirkt sich das Wetter in The Witcher deutlich stärker aus und sorgt für mehr Abwechslung. In die gleiche Kerbe schlägt die Mod Realistic Weather. Wenn eure Hardware das hergibt, erhöht die Mod Increased Draw Distance die Sichtweite, sodass ihr euren Blick weit in die Ferne schweifen lassen könnt und dabei bringt sie auch noch mehr Details zum Vorschein. Wie stark der Effekt ist, entscheidet ihr per Regler. Aber Vorsicht vor Performance-Einbußen! Eine Schönheits-OP bitte. Die Charaktere im Witcher sehen ohnehin schon hübsch aus. Mehr geht aber natürlich immer. Die Mod High Quality Faces bessert die Gesichtszüge auf und macht sie feiner und detaillierter. Bei der Mimik wird aber leider nicht nachgebessert. Die Mod HD Monsters Reworked verpasst übrigens den Kreaturen im Spiel eine ähnliche Frischzellenkur. Oder ist Geralt euch vielleicht zu alt und grau? Mit der Mod Young Geralt lässt sich der Hexer auf Wunsch verjüngen und anpassen. Für alle, die lieber einem schneidigen jungen Geralt zusehen wollen. Wer generell von Geralts Aussehen oder den immer gleichen Rüstungen gelangweilt ist, kann sie mit der Appearances Menu Mod ebenfalls anpassen oder im Fall der Kleidung auch umfärben. Diese von Serienfans heiß ersehnte Witcher-Mod namens Henry Cavill and Anya Chalotra fügt zudem die Gesichter der Schauspieler aus der Netflix-Adaption für Geralt und Yennefer ein. Die Mod Netflix Casual Outfit Blackshirt fügt übrigens auch noch den Look von Geralt aus der Serie hinzu. Art, Igni und Co. sind in The Witcher zwar nützlich, um sich die Gegner vom Hals zu halten, aber nicht unbedingt hübsch anzusehen. Die Mod Improved Sign Effects verbessert sie deshalb auch optisch und versorgt die Zeichen mit schicken Effekten, die die Kämpfe atmosphärischer machen. Egal ob Perspektive, Interface oder Fotomodus, hier finden sich alle Mods, die unseren Blick auf The Witcher 3 komfortabler machen oder gezielt verändern. Wer weder Verfolgerperspektive noch Ego-Perspektive mag, kommt ja vielleicht mit der ISO-Perspektive auf seine Kosten. Wie bei Diablo können wir dank Active Witcher Zoom die ganze Witcher-Welt im Blick behalten und je nach Zoom-Stufe große Landstriche samt Gegnern und Sammelobjekten überblicken. Will man richtig coole Screenshots machen, sollte man sich unbedingt eine Fotomodus-Mod wie Photomode 2-in-1 installieren. Die lässt einen das Spiel nach Wunsch mitten in der Action einfrieren. Um besonders dramatische Bilder zu machen, lässt sich dabei auch die Kamera frei bewegen. Wer keinen Geralt im Bild haben möchte, kann die Hauptfigur auch einfach kurz verschwinden lassen
um atmosphärische Landschaftsshots zu kreieren. Wer mit dem User-Interface von The Witcher 3 nicht zufrieden ist, sollte sich das Friendly HUD ansehen. Die Mod kommt mit verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten und lässt uns das UI nach Belieben anpassen, reduzieren oder individualisieren. Wir können Tastenbelegungen ändern, Questmarker verbergen oder UI-Elemente ein- und ausblenden. Safe-Games ausleihen, mehr Pferde, Komfort oder Fun-Mods. In diesem Teil des Videos sammeln wir alles, was nachvollziehbare bis kuriose persönliche Mod-Gelüste bedient. Natürlich kann man den dritten Teil des Hexers auch ohne Vorwissen von den bisherigen Teilen spielen. Doch dann fehlt eben auch ein Speicherstand mit allen Entscheidungen aus The Witcher 2. Da hilft Witcher 3 Wild Hunt Imports mit zwei unterschiedlichen Pfaden aus dem Vorgänger zur Auswahl. Ist euch die gute Plötze zu gewöhnlich, habt ihr über die Mod More Horses die Möglichkeit, euch ein einzigartiges Reittier zu sichern. Wie wäre es zum Beispiel mit einem untoten Ross oder einem pinken Einhorn? Ist euch das zu abgedreht, tut es aber vielleicht auch einfach ein schwarzes oder weißes Pferd? Die Mod Immersion und Gameplay Tweaks stammt von einem Gameplay Designer, der selbst an The Witcher 3 mitgewirkt hat und seine persönlichen Präferenzen als Mod zum bequemen Download anbietet. Sie bringt kleinere Fixes und Balanceanpassungen mit, indem sie Kleinigkeiten entfernt, die euch aus der Immersion reißen könnten, schwächere Skills und Items aufbessert oder übermächtige abschwächt. Der Unification Patch ist zwar inoffiziell, nutzt aber nur offizielle Skripte und Fixes aus der Game of the Year Edition, um die reguläre Spielversion anzugleichen. Damit kommt ihr auch mit der normalen Version in den Genuss zu mancher Verbesserung. Und zu guter Letzt, fast 5 Jahre nach Release gibt es einen Haufen Mods für The Witcher 3, wie diese umfangreiche Liste vermuten lässt. Manche Projekte bekommen noch Updates, andere schon seit einer Weile nicht mehr. Der Script-Merger geht sicher, dass alles weiterhin funktioniert und wir unsere Lieblingsmods weiterhin verwenden können.